Der Event, den ich vor allem organisiert habe, ist zu besetzten Häusern am Mittwochnachmittag. Da freue ich mich sehr. Und aber auch die Schnitzeljagd in der Stadt vom Freitagnachmittag wird sicher auch mega spannend, wo es darum geht, in nachhaltige Läden zu gehen und so. Und dann ist es sicher spannend für Leute, die auch die Stadt vielleicht noch nicht so gut kennen. Ich heiße Jona und ich studiere an der PH zum Sekundarlehrer werden. Ich habe das Gefühl, dass durch die Nachhaltigkeitswoche viel bewegt werden kann und ich auch davon ausgehe, dass mit relativ wenig Veränderung relativ viel bewirkt kann werden und dass die Leute einfach noch ein bisschen Input brauchen.